Jawohl, und damit willkommen zur HD-Version von Final Fantasy X auf dem PC. Ich wollte das ursprünglich schon mal machen, aber ich habe es mir jetzt erst wirklich richtig vorgenommen. Und ich werde das jetzt so machen. Warum steht hier überhaupt Spiel an? Ich habe noch kein Spiel gemacht. Ich werde das ab sofort hier so machen. Ich werde Final Fantasy X komplett am Stück aufnehmen, bis ich durch sein sollte. Ich hoffe mal, das wird irgendwann sein. Und danach werde ich es halt erst auf YouTube rausstellen, weil ich weiß, ich habe ja Final Fantasy X schon so oft gespielt, also ich kann gar nicht zählen, wie oft. Und bin aber mittlerweile vielleicht gerade zweimal wirklich richtig durchgekommen in diesem Spiel. Und daher gibt's an manchen Stellen wirklich so ein bisschen kniffliges Kampfgedöns. Da möchtest du vorher ein wenig trainieren. Und ich will euch ja hier jetzt nicht hier, was weiß ich, zwei, drei Folgen hier sinnlos. Das wird man eigentlich nicht mehr sehen. Wollte ich euch eigentlich nicht hier sinnlos irgendwelche Kampfszenen mit Leveln zeigen. Ich möchte euch halt, wie gesagt, diese ganze Geschichte von Final Fantasy X zeigen. Für mich persönlich einer der besten Teile der Reihe. So, Standard, Sphärebrett oder Profi? Ich habe keine Ahnung, was wo der Unterschied ist. Ich würde sagen, wir nehmen einfach dieses Standardgedöns, weil für mich, denke ich mal, ist das das Leichtere. Sie haben das Standard-Sphärebrett, ich sage einfach Sphärebrett, das heißt das Sphärobrett. Aber Sphärebrett, ja, gut, okay. Kann man sich streiten, sag ich mal. Ausgewählt im Spiel kann nicht mehr ausgewählt werden. Ne, umgewählt werden. Recht so? Ja. So, bitte Musikversion wählen. Wir könnten das Original nehmen oder die Remastered-Version. Original hat natürlich seinen Charme von Nostalgie, ne? Da möchte man doch meinen, es ist gut so. Aber ich finde, die Remastered-Version hört sich auch sehr gut an. Ich würde sagen, wir nehmen die. Aber wenn ich mich so... Was? Die neue arrangierte Musik verwenden? Ja, nehmen wir. Ich werde aber wahrscheinlich nach dieser Folge schauen, dass ich nochmal was einstelle in den Einstellungen vom Sound. Das war nämlich gerade extrem laut. Zumindest wird es mir hier so angezeigt, dass das fast mit meiner Stimme übereinstimmt. Und ich möchte ja, dass das bisschen drunter lügt, dass man mich auch halbwegs gut versteht. Also hier sieht man halt die ganzen Charaktere, die wir im Laufe des Spiels erhalten werden. Das ist jetzt irgendwo relativ, naja, am Ende des Spiels, wo sie hier alle zusammensitzen. Aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Das macht sonst keinen Spaß. Und man sieht auch richtig hier zur damaligen Originalversion von Final Fantasy X auf der PS2. Zur jetzigen HD Remastered Version, dass da einige Teils wirklich gestochen scharf ins Auge fallen. Zumindest mir, wenn man da hinten diesen Strom sieht, der hinter dem Hauptcharakter da ist, der gerade da hochläuft. Das ist schon Wahnsinn, was so eine HD Remastered Version ausmachen kann teilweise. Das glaubt man gar nicht. Allein dieser Sound ist schon... Also wer den nicht kennt, würde ich schon fast sagen, also wer noch nicht Final Fantasy X gespielt hat, mal außen vor genommen, aber wer Final Fantasy X gespielt hat und diesen Sound nicht kennt, Schande. Also normalerweise, wenn man... This may be our last chance. So, jetzt. Also, wie gesagt, wenn man das nicht kennt, also, naja, ist jetzt, sag ich mal, nicht so wild, aber für wirkliche Final Fantasy Fans sollte man es kennen.
Denn wer diesen Sound hört, denkt normalerweise erstmal, was ist das? Das kommt mir bekannt vor, es kann doch eigentlich nur aus der Final Fantasy Reihe sein. Wir schauen dann gleich mal, ob wir hier nochmal den Sound irgendwie einstellen können. Ansonsten muss ich das anders regeln. Richtig schöne Stadt, ey. Man sieht das. Ein Geist. Sah zumindest aus wie einer. So. Hier habe ich das erste Mal eine ganze Weile rumgestanden, bis ich gecheckt habe. Ach, ich kann ja endlich mal laufen. So, Pause geht nicht. Das war das. Warte mal. Alles klar. Funktioniert noch gar nicht. Na gut, wir müssen mal warten. Tachchen. Can you sign this? Aber klar. No problem. Wir lassen es beim Hauptcharakter Tidus, oder? Oder nehmen wir unseren eigenen Namen? Ach komm, wir nehmen unseren eigenen. Schon mal das selbst spielen, warum nicht? So. Warum ist da? Wechseln. Wo ist das X? Da. Aber überrascht mich, dass ich das mit dem Controller spielen kann. Zumindest mit dem Xbox-Controller. Bin ich mal gespannt, ob das auch so bleibt. Bestätigen! Alrighty. Immer mit der Ruhe. Take it easy. Jeder kriegt ein Autogramm. So, jetzt die Damen der Schöpfung hier drüben. Can I have your autograph? Of course. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row. Fifth from the right. Got it. Ich glaube, sich in so einem Blitzballspiel, Scheiße, jetzt habe ich schon verraten. in so einem Spiel, ja, sag ich mal, sich zurechtzufinden, wenn man wirklich spielt, das ist, muss ja unwahrscheinlich sein. Well, gotta go. Cheer for me. 2, 3. Teach us how to blitz. Ja, jetzt steht es da, Blitzball. Hey, naja, I got a game to play. Zu Anfang habe ich mich halt gefragt, was maybe zur Hölle tonight, ist Blitzball? Da habe ich gesehen, es ist eins der geilsten Spiele überhaupt. Promise. Und dass es man im späteren Spiel sogar selbst spielen kann, das ist geil. Ach, der Schokobo unten links. rechts. Scheiße. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been so, jetzt erzählt der Inne jetzt hier die Geschichte so ein bisschen über den Jack oder jemanden, der Jack hieß. Und ja, Jack ist halt der Vater von dem Namen hier, den wir spielen. Und jetzt erfährt man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Ihr könnt es ja jetzt mal so laufen lassen. Aber anyway,
10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. Ich weiß ja nicht. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Dugos from C South. Großartig interessiert. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team. Ja, wir laufen einfach mal weiter. Ich glaube, diese Geschichte endet kaum. Zumindest habe ich sie noch nie zu einem Ende kommen lassen sehen. Make way, make way. No, lass mich durch. Ich muss zum Spiel. Coming through, sorry. Geht weg, 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 weg. Hey, I'm gonna be late. Ja, ab rein hier. Hey, let go of me. Doch, ciao. In erster Linie sieht das aus wie irgendein Kraftfeld, was man da vielleicht gerade gesehen hat, aber es ist es nicht. Es ist Wasser. Das ist das Geile. Und jetzt bin ich mal ruhig. Mein Gott, was war das? Die Stadt wurde angegriffen. Aber wie man gesehen hat, Blitzball ein recht geiles Spiel. Und eins mit der besten Cinematics, muss ich sagen. So, jetzt geht gleich schon wieder hier die Kampfmusik los. Ich kann immer noch nicht weitermachen als Pause zu rücken. Na gut, dann gehen wir mal schnell weiter. Oren! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Ja, ich denke mal, wir sollten dem folgen. It begins. What? Don't cry. Oh. What the? Oh mein Gott, was war das? Hey, wait!
Na, der scheint doch eine Abgeist gewesen zu sein. Hey, not this way! Look. Naja, gerade so. Ah, jetzt geht's erst richtig los. Die ganz eigensinnige... Wie soll ich das jetzt sagen? Dieser ganz eigensinnige Kampf. Ich glaube, das war hier das erste Mal... Ich will mich jetzt darauf nicht festlegen, wo es wirklich richtig rundenbasiert gelaufen ist. Wie man hier sehen kann, oben rechts in der Ecke kann man sehen, wer als nächstes angreift. Hier ist es Owen, danach Monster C, dann wir wieder, danach Monster B. Monster C wäre in dem Fall das, das heißt, den räumen wir aus dem Weg und wir können mit unserem Charakter gleich den nächsten angreifen. Ja. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mein Computer nicht so wirklich hier, wie es gerade eben war, mithalten kann. Ich weiß nicht warum. Normalerweise dürfte der damit keine Probleme haben. So, Monster D, wo ist der? Hinten. Weg. Monster B. Das bringt es eh nicht, von daher ist egal. Wir hätten vielleicht gleich geradeaus angreifen sollen. Ja, wir müssen ja geradeaus. Boink, boink. Oiha. Ein riesiges Tentakelmonster. Ah! So, Oren hat seine Limit. Some can't wait to die. Hat seine Limit-Aura voll. Oder beziehungsweise hier heißt es ja Ekstase. So, dann würde ich sagen. Da kriegt das gleich mal. Wie hieß das? Wartet mal. Seismar. Was muss ich da machen? Irgendwelche Tasten war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Verdammt. Ich muss aufpassen hier. Weil hier ist die Aktion ein bisschen anders wie auf dem PS4-Controller damals. Vor allem muss ich mir das langsam mal einbringen mit den Tasten LB und RB. Dass das vorne die sind. So, und hier verschwindet immer ein Tentakel nach dem anderen, wenn wir den angegriffen haben. Und naja, relativ einfach. Der greift eh bloß immer mit Gravitas an. So, hier könnten wir Schwertstreich jetzt mal einsetzen. Salto. Das ist relativ einfach. Da muss er einfach bloß die Mitte treffen. Jeder Charakter hat da so eine eigene Art.
Halb so wild, wir können durch Gravitas nicht zu Boden gehen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen eingeschlagen sind. Gravitas tut eh immer bloß die Hälfte des Lebens abziehen und irgendwann, wenn wir bei 1 angekommen sind, passiert nichts mehr. Und da jetzt hier eh keine neuen Mobs kommen, einfach ein Spiel. Vielleicht zweimal noch? Die sind jetzt ganz schön angeschlagen. Noch ein Kampf würden die, glaube ich, nicht übernehmen. Aber theoretisch, da ich weiß, dass gleich ein Speicherpunkt kommen müsste, passt das. Ja, da vorne rechts ist er. Hier, das ist unser Speicherpunkt. Level 1 Speicher Sphäroid. Für Reisende. Sie können die Reise mit Sphäroiden wie diesem speichern. Dabei werden die HP, MP ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefrischt. So, wir speichern hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge Final Fantasy 10 wieder. Haut rein. Ciao.